Hab ich einfach. Okay, der Run fängt an. In dem Sinne, bis dann, Leute. Ciao. Oh, ciao. Gute Nacht, Leute. Wir hören uns heute Nacht. Oh boy. So. Kommen wir von... Achso, okay. Ja, Moment. Ja doch, haut alles hin. Ich dachte, jetzt bist du auch mal abgehauen. Nein. Problem gehabt. Okay, passt. Mein Hauptcommentary, ich lasse dich allein. Na, René, also, ja. Du hast dich vorbereitet, oder? Passt. Ja, total. Ja? Ich habe die letzten 5 Minuten genutzt, seit ich weiß, geil, dass ich hier mit drin sitze. Sehr gut, ausgezeichnet. Ich habe auch die letzte halbe Stunde benutzt, um den Run auf doppelter Geschwindigkeit zu schauen. Oh, cool. Ich versuche allgemein das Event, deine Methode ein bisschen aus und schaue, wie es mir dabei geht. Ja gut, dann hat ja jeder so seine eigene Methoden zur Vorbereitung. Ah, wobei, ja. ich musste diesmal im Vorfeld schon ein bisschen was vorbereiten. Ja? Ich habe während eines Events keinen 6-Stunden-Run vorbereitet. Das geht einfach nicht. Ja, das ist verständlich. Gut. Aber ja, der Run fängt an. Herzlich willkommen zu Alan Wake's American Nightmare. Der Fortsetzer von dem Originalspiel Alan Wake. Das war 2010 ein Psychological Horror Spiel, das rausgekommen ist und ein sehr beliebtes, bekanntes Spiel geworden ist zu der Zeit. Das hier ist der Fortsetzer, der 2 Jahre später rausgekommen ist, der weniger auf die gesamte Horrorgeschichte anspielt, sondern mehr einfach nur ein sehr witziges Sequel ist, das auch die Geschichte erzählt, was mit Alan passiert ist nach dem Originalspiel. Im Grunde genommen, in dem Universum von Alan Wake, wir sind Alan Wake, der Protagonist dieses Spieles und auch der vom letzten Teil. Wir sind ein Schriftsteller, der bewaffnet mit einer Taschenlampe und vielen anderen Waffen die Dunkelheit selbst bekämpfen. Es gibt in diesem Spiel den großen Antagonisten und das ist die dunkle Präsenz. The Dark Presence, die einfach böse Dinge macht. Es ist buchstäblich die Dunkelheit, die wir bekämpfen. Und diese Dunkelheit kann Leute kontrollieren und sie zu Zombie-ähnlichen Dingen machen, wie wir sie jetzt gerade kurz gesehen haben. Die nennen sich die Taken. Also, wörtlich übersetzt, die Genommenen. Klingt nicht ganz so toll auf Deutsch. Aber ja, das sind so die... Wollte ich gerade sagen. Ja, das sind die Gegner, die wir in dem Spiel verteilt sehen werden. Und das bringt mich schon zum ersten Punkt, und das ist Combat. In einem Speedrun wollen wir das so weit wie möglich vermeiden. Wann auch immer wir einen Kampf machen müssen, wann wir Gegner bekämpfen müssen, es ist das einzige Mal, wo wir jemals irgendwie mit Gegnern interagieren werden. Die restliche Zeit, wo es zwar Gegner-Encounter gibt, aber wir einfach weiterrennen können, dann laufen wir an den Gegnern vorbei. Höchstens werden wir unsere Taschenlampe nutzen, um diese Gegner zu blenden, sie kurz zu stunnen und rennen dann an ihnen weiter. Also... Die meiste Zeit ist es einfach nur Movement, direkte Linien von Punkt A zu Punkt B. Und das machen wir mit entweder Sprinten, das ist die schnellste Variante, sich fortzubewegen, oder, wenn wir keine Stamina mehr haben, springen. Es ist eine sehr seltsame Sache in dem Spiel, wo wir unsere Stamina regenerieren, während wir springen. Ich bin kein Experte, ich bin kein Sportexperte, ich würde aber sagen, dass Springen anstrengender ist als Gehen. Nichtsdestotrotz, man regeneriert genauso Stamina, während man springt, und das ist schneller als Gehen. Das heißt, wir sprinten, Stamina geht aus, wir springen und Stamina füllt sich währenddessen wieder auf und wir rennen dann weiter. Mhm. Hier unser erster kurzer Gegner-Encounter, wo wir nicht die Gegner killen müssen, aber sie spawnen mehr oder minder direkt auf uns. Das heißt, was wir machen ist, wir nutzen unsere Taschenlampe, um diese Gegner der Dunkelheit zu blenden und auch angreifbar zu machen. Dieses Spiel hat ein sehr interessantes Gimmick, wo diese Gegner entweder ganz viele Schüsse fressen oder man blendet sie eine gewisse Zeit mit der Taschenlampe, bis sie dann verwundbarer sind. Und dann nehmen sie mehr Schaden von unseren Waffen. Mhm. Apropos Waffen, wir haben gerade unsere Hauptwaffe des Spiels aufgesammelt und das ist die Magnum. Diese Waffe existiert nur in New Game Plus, wenn man 10 Manuskripte in dem Spiel bereits gesammelt hat. Manuskripte sind einzelne Collectibles, die überall im Spiel verteilt sind und man kann sie finden und suchen. Und ab einer gewissen Anzahl an Manuskripten, die man gesammelt hat, die werden gespeichert über mehrere Playthroughs, spawnt die Magnum genau an der Stelle, wo wir sie aufgehoben haben. Und das ist eine weitaus mächtigere Waffe als die normale Starterwaffe, die 9mm Pistole. Das heißt, mit der Magnum können wir Gegner weiter schneller killen
und auch weitaus besser stunnen. Wie wir gerade kurz gesehen haben, unsere Taschenlampe hat keine Batterie mehr. Das heißt, Gegner zu stunnen damit wird ein bisschen schwer. Was wir stattdessen machen, ist ein einzelner Schuss mit der Magnum. Stunt Gegner, die auf uns zusprinten und uns entweder blockieren oder unnötig Schaden machen. Ein einzelner Schuss mit der Magnum stunt sie, wir können weiterrennen und so die direkteste Linie von Objective zu Objective nehmen. Apropos Objective, was wir hier grundsätzlich machen müssen, ist, wir haben hier eine Mechanikerin Emma getroffen, die uns gesagt hat, hey, du bist dieser Schriftsteller, den irgendwie jeder kennt in diesem Universum, oder? Hier ist so ein Typewriter, um die Realität selbst umzuschreiben. Nehmt es so hin. Wir sind gerade in einer Show in dem Universum des Spiels. Wir sind in einer TV-Show. Deswegen haben wir auch einen Erzähler, der alles erzählt und notiert und so. Und dieses sozusagen eine Folge von dieser Serie, die wir durchspielen im Spiel. Es ist sehr ähnlich zu The Twilight Zone, falls man das kennt. Es ist sehr in dem Stil gehalten und in dem Stil geschrieben und auch die Erzählungen und Cutscenes. Es spielt eine Menge auf die Serie an. Twilight Zone. Und deswegen nehmen sie auch einige Dinge nicht zu ernst und haben manche Dinge ein bisschen auf der gimmickeren Seite setzen auch manche Dinge um, die einfach bekannte Gimmicks sind von Serien. Also, ja, das Spiel nimmt sich nicht besonders ernst. Wie zum Beispiel jetzt gerade, wir haben verteilt auf dieser Tankstelle verschiedenste Dinge aufgesammelt, um eine Szene im Manuskript perfekt neu darzustellen. Es hieß, wir müssen diese zwei CDs dorthin legen und dann den Vent irgendwie zumachen und dann das Radio anmachen und das hat das... Das war genau die Szene, die das Manuskript, das sie aufgesammelt haben, beschrieben hat. Und das hat einen Meteoriten gegen einen Satelliten knallen lassen. Und dieser Satellit ist genau gegen das Ding geknallt, was wir zerstören wollten, um weiterzugehen. Ja, es ist, you know. Also, man macht sehr viele Dinge, die einfach zu machen sind. Und sie machen nicht viel Sinn. Und das Spiel weiß es. Ja, im Endeffekt ziemlich cineastisch alles auch dargestellt. Also sprich, man kennt es halt in erster Linie so aus irgendwelchen Actionfilmen, wo ja scheinbar auch immer alles ganz zufällig klappt. Ganz zufällig prallt die Kugel von der Wand ab und trifft den Antagonisten dann mittig in den Kopf oder so. Genau. Und genau das ist, was wir anspielen. Und zwar dadurch, dass wir die Szenen von den Manuskripten, die wir aufsammeln, genau nachmachen, können wir dadurch die Realität selbst beeinflussen. Und das ist auch das Gimmick, auf dem das gesamte Spiel aufspielt und auch der Fakt, was wir benutzen, um unseren großen Gegner selbst zu besiegen. Wie lang geht das Event? Das Event hat technisch gesehen jetzt gerade angefangen, vor ein paar Minuten, also ab 15 Uhr. Und ich habe gerade mal das Schedule verlinkt. Da kannst du genau reinschauen. Ich muss jetzt selber erstmal gucken. Bis Sonntag, genau. Bis Sonntagnacht. Gut, wir sehen hier unseren ersten Gegner, den wir nicht wirklich bekämpfen können, und zwar den Poltergeist. Es ist ein physikbasierender Gegner, der manchmal einfach Dinge auf uns chuckt oder Dinge spawnt und je nach Situation und je nach Glück oder Pech gibt es manche Situationen, wo man nicht viel machen kann und man einfach chillen und warten muss, während er einfach Physikobjekte auf uns wirft. Ja. Ist das denn ein RNG-Faktor? Ja, nur in einzelnen Bereichen, gar nicht so oft. Hier allerdings sehen wir, wie der Poltergeist die Tür blockiert. Das heißt, wir mussten den Schaden fressen. Ja, Gott sei Dank nicht viel mehr passiert als das, aber ein kurzes Beispiel, wo man kurz sieht, oh, warte, der Typ ist irgendwie uncool. Und Tai, Moment, der Yugi-Tuber schlechthin GH, genau. Ah, ich habe den Namen beim ersten Mal fast richtig ausgesprochen. Fast. So knapp. Eine Sache, die noch sehr nennenswert ist bei dem Poltergeist, vor allem bei der Sequenz, wo wir gerade waren, ist, dieses Spiel liebt Slowdowns. Dieses Spiel hat bestimmte Segmente, wo es einfach in Slow Motion geht und es zoomt mit der Kamera auf die Dinge, die es will, dass du unbedingt sehen willst. Und natürlich nimmt sowas Zeit. Deswegen platzieren wir unsere Kamera und wohin wir schauen an bestimmten Stellen sehr spezifisch, damit es nicht zu diesen Slowdown-Effekten kommt.
Und indem wir zum Beispiel davor schon von Anfang an auf den Poltergeist geschaut haben, konnten wir eine Slow-Motion-Szene kurz skippen und konnten damit in Real-Time uns bewegen, ein bisschen mehr Zeit dadurch sparen. Das ist im Verlauf des Runs sehr oft der Fall und wir werden davon relativ wenig mitbekommen, weil sie schaut dorthin, wo es das skippen würde. Wir würden die Slow-Motions nicht sehen. Mhm. Du meinst wirklich Slow-Motions, keine Slowdowns, ne? Weil du beide nee, wirklich ein Slow-Motion-Effekt, wo die Kamera vom Spieler genommen wird und kurz auf das Objekt hinzielt, das wir unbedingt sehen müssen. Okay. Das passiert auch, wenn wir Angriffen ausweichen vom Gegner. Dann entsteht auch eine sehr kurze Slow-Motion, wo wir sehen, oh cool, du hast diesen Angriff so sick ausgewichen und es nimmt Zeit und das wollen wir nicht. Deswegen fressen wir auch weitaus mehr Schaden als ein Casual-Spieler das vermutlich würde. Einfach weil Angriffen ausweichen langsam ist, als einfach Angriffe in die Fresse nehmen. Genau. Also wir spielen auf der wir spielen auch auf der leichtesten Difficulty, welches ist normal. Das heißt, wir können uns erlauben, Schaden zu nehmen und dementsprechend müssen wir Angriffen auch nicht unbedingt ausweichen, außer sie würden uns killen. Mhm. Gut, wir haben Akt 1, Episode 1 abgeschlossen und bewegen uns jetzt von dieser Mechaniker-Tankstellen- Areal-Gegend zu dem zweiten, und das ist das Observatorium. Wir werden hier unseren zweiten NPC treffen, der hoffentlich nicht sterben wird. Wer es nicht mitbekommen hat, Emma, die Mechanikerin, ist gestorben. Tut uns leid, aber ich meine, in diesem Speedrunner müssen wir ein bisschen weiter rennen und können nicht viel trauen. Die nächste Dame, die wir treffen, ist Rachel. Sie ist eine Mitarbeiterin und eine Wissenschaftlerin, glaube ich, im Observatorium. Und mit ihr zusammen müssen wir ein Signal abfangen, das irgendwo im All ist, das anscheinend die Interesse geweckt hat von großen Antagonisten. Und wir werden das hoffentlich nutzen können, um irgendwie irgendwas gegen diese dunkle Präsenz zu machen und herauszufinden, wie wir den Typen fangen, den wir hier hinterherjagen. Mhm. Hattest du eigentlich beide Teile gespielt? Ich habe kein einziges gespielt. Ah, okay. Ich hatte nur den ersten Teil gespielt, auch nicht durchgespielt damals. Ja, und Teil 2, ich wusste, dass er existiert. Ich habe auch ein bisschen was davon gesehen, aber selber halt nie gespielt. Ja. Weil ich fand den ersten Teil echt gut. Ja, ich meine, man muss unterscheiden zwischen dem zweiten Spiel, das rausgekommen ist in der Reihe, welches ist Alan Wake's American Nightmare, und dem zweiten Teil Alan Wake 2. Stimmt, das gab's ja auch noch. Genau, oder ja, ich bin da nicht up-to-date, aber ja, dieses Spiel ist mehr nur so ein Sidekick-Sequel, das nicht viel Relevanz für die Story hat, wobei es doch erzählt, was passiert mit Alan Wake nach dem ersten Teil, aber es hat ansonsten nicht viel Relevanz zur Geschichte. Mhm. Ich meine, gerade dieses Format, das bietet sich ja an, dass man da immer mal wieder einen neuen Teil rausbringt. Du hattest das vorhin ja mit Twilight Zone verglichen, so ein bisschen. War so in Episodenform. Ja, ja. Also vielleicht kommt da ja irgendwann nochmal was. Wir sehen hier kurz Rachel. Wir haben ihr gesagt, hey, können wir das Observatorium benutzen? Wir müssen kurz ein Signal abfangen und so. Sie sagt, ja, klar, ich hinterfrage absolut nichts. Geh nochmal kurz zu irgendeinem Auto und hol eine Kamera, die wir hier drin platzieren, und dann kill ein paar Gegner. Also schätze ich, machen wir das. ja, es gibt eine Menge an, wie es sich anhört, triviale Aktionen, die wir einfach machen müssen, um die Dinge zu machen, die in den Manuskripten, die wir bekommen, beschrieben werden. Mhm. Und ja, es ist alles darauf halt anspielend, dass es eine Serie ist mit Aktionen, die nicht viel dahinter haben. Aber ja, hier ist die Kamera, die wir einsammeln wollten. Das war anstrengend. Und wir werden extra belohnt mit einem neuen Gegnertyp, und zwar Spinnen. Wer Arachnophobie hat, es tut mir leid, wir werden die einige Male sehen. Gott sei Dank machen die nicht viel. Wir können einfach an denen vorbeirennen, sie werden uns in unsere Fresse springen und ganz viel Angst machen, würden wir Arachnophobie haben, aber ansonsten machen die kaum Schaden, vor allem in der Difficulty. Wir können einfach vorbeisprinten. Mhm. Ich meine, New Game Plus, ich weiß jetzt nicht, ob man, abgesehen von der Magnum jetzt, ob man da noch irgendwas anderes von Anfang an hat? Nein, die Magnum ist tatsächlich der einzige Grund, wieso die Kategorie New Game Plus ist. Es ist einfach nur, weil diese Collectible-Manuskripte, die überall versteckt sind im Spiel, sich über mehrere Playthroughs hinweg sich sammeln.
Und das ist, was uns die Mahnung gibt. Alternativ würden wir halt eine Pistole benutzen und Encounter würden länger brauchen. Und ja, es ist keine Kategorie, die gewarnt wird. Genau, du hast ja vorhin schon erwähnt, Startausrüstung ist eigentlich die 9mm. Mhm. Und wer sich ein bisschen mit Waffen auskennt, der weiß schon, eine Magnum ist dann doch ein bisschen stärker als eine 9mm. Ja, eine leicht größere Bulette, die man schießt. Wir haben die Kamera / Linse / ich weiß nicht, was das Ding ist, platziert. Und gehen jetzt wieder hoch zu Rachel und realisieren, oh boy, die großen bösen Bösewichte haben irgendwas wieder zerstört. Und da ist der große Bösewicht, der uns auslacht, haha. Und so. Sie haben einer der Cooling Vents oder einer der Cooling Systeme sabotiert und wir müssen rausrennen und es fixen. Also, klassisches Videospiel, hell, die großen Bösewichte haben uns aufgehalten, mach was dagegen, haha. Weißt du, wie du so einen großen Bösewichten den Schreck nimmst? Musst dir mal vorstellen, die lachen so. Ja, genau. Da kann man dazu, ja, selbst die gruseligsten Monster nicht mehr ernst nehmen. Wobei, ganz ehrlich, ein großer Antagonist, der das echt effektiv gemacht hat, ist Skeletor von He-Man. Stimmt. Dieser Mann war so komödiantisch und witzig, aber die Lache hat zu ihm gepasst. Er war ein großartiger Gentleman. Aber ja, wir rennen jetzt einfach von Ort zu Ort in der Dunkelheit. Wir haben diese Cooling Valves, die wir einmal drehen müssen und das fixt all unsere Probleme. Währenddessen haben wir viele Gegner um uns rum, aber wir haben ein kleines Item davor im Observatorium aufgesammelt und das ist die Flare Gun. Normalerweise im echten Leben nur ein Ding, das Licht schießt und das ist nur zum Signalisieren von, hey, hol uns hier ab oder so. Allerdings, da die Gegner hier die Dunkelheit selbst sind und jegliches Licht ihnen Schaden macht, die Flare Gun ist sehr gut im Licht machen und dementsprechend sehr gut im Schaden machen. Es ist ein Projektil, das man verschießen kann und es lingert. Wenn es am Boden liegt, dann ist es eine dauerhafte Lichtquelle, die einen schützt, wenn man sich in ihr befindet. Es hat einen relativ kleinen Radius, aber es ist dennoch eine sehr effektive Waffe. Man muss nur aufpassen, man kann relativ leicht damit Zeit verschwenden, wenn man direkt auf Gegner schießt, weil dann entsteht wieder so eine große Slow-Motion. Oh, da hat man gerade eine Slow-Motion gesehen, wir haben dem ausgewichen. Nicht beabsichtigt, wir wollten einfach nur losrennen und der Rennknopf ist derselbe wie der Dodge-Knopf, deswegen wir sind ausgewichen durch Rennen. Okay. Aber ja, die Flare Gun hat auch einen riesigen Slow-Motion-Effekt, wenn wir auf einen Gegner direkt damit schießen. Und die Slow-Motion geht so lange, von dem Punkt, wo die Flare die Waffe aus der Waffe rausgeht, bis zu dem Punkt, wo es kollidiert mit dem Gegner. Das kann je nach Distanz ziemlich lang sein. Das tut bestimmt auch weh, wenn man so einen Flare-Schuss im Bauch bekommt. Ja, das ich widerspreche nicht. Würde argumentieren, dass eine 9mm aber auch schon mehr wehtun wird. Das ich auf bin jeden kein Fall, Experte. Ja. Aber gut, um das herauszufinden, muss man, glaube ich, auch kein Experte sein. Ja, oder praktische Erfahrung haben damit. Ich meine, wer weiß, eine Flare Gun ist, wer weiß. Ja, die hat unter Umständen schon ordentlich Wumms hinter, aber die ist halt nicht dafür gedacht, in den Körper einzudringen. Ja, ordentlich Wumms hat auch unsere Magnum, wie wir gerade in diesem Encounter sehen. Wir benutzen die Flashlight und einen Haufen an Batterien, um einfach Gegner lange konkret zu beleuchten mit der Flashlight, damit sie geschwächt sind und ein einzelner Magnum-Schuss killt die dann sofort. Das ist unsere schnellste Möglichkeit, einzelne Gegner zu killen, mithilfe von der Magnum und unserer Flashlight. Apipos hat es auch gerade geschrieben, ich habe nämlich auch gerade dran gedacht, da ist doch die neue He-Man-Serie auf Netflix jetzt gerade. Oh, wirklich? Cool. Ja, ist irgendwie eine Fortsetzung von der damaligen, also knüpft da wirklich dran an. Das muss ich mir mal angucken bei Gelegenheit. Gut. Allgemein, dieser Encounter, wir haben das Cooling-System gefixt. Wir sind wieder reingekommen, wollten mit Rachel reden und lo and behold, ein Encounter, wir müssen Gegner killen. Den Kampf können wir nicht mal so stark optimieren, wie wir es mit anderen Kämpfen machen könnten. Es ist mehr eine Timed-Passage, jedes Mal, wenn wir hier drin kämpfen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe das davor vergessen zu erwähnen, man kann viele Encounter in dem Spiel
sehr stark optimieren, indem man sich merkt, wo Gegner wann spawnen und dementsprechend schon sein Aim genau in die Richtung vorbereitet und die Gegner killt, sobald sie spawnen. Es ist eine Kleinigkeit, die dennoch zusammenaddiert eine Menge Zeit spart. Das gesamte Spiel ist voller kleiner Time-Saves, die zusammenaddiert eine Menge Zeit sparen. Wie zum Beispiel jetzt gerade, wir springen auf die Railing von dem Elevator, um ein bisschen früher dort rauszukommen, anstatt zu warten, bis sich die Tür von dem Elevator öffnet und runterzieht und man dann losrennt, springt man einfach drüber. Mhm. Ja, ich sehe die Frage. Achso, okay. Wie wird die Batterie verbraucht? Grundsätzlich, wenn wir den Lichtstrahl von der Taschenlampe konzentrieren und einen Gegner damit beleuchten. Es geht ein Teil von der Batterie runter, man sieht das dann links oben in der kleinen Bar, wie viel von der Batterie dann runtergeht, aber man muss ehrlich sagen, Batterie- und Munitionsmanagement in dem Spiel ist nicht so prominent und relevant wie im Original Alan Wake. Es gibt verteilt über das gesamte Spiel eine Menge an kleinen Boxen mit Ressourcen, die sehr, sehr gütig verteilt sind und immer volle Munition geben und einen Haufen an Batterien. Also man muss sich keine Sorgen machen um unsere Ressourcen. Okay, normal. Aber ja, wir sehen links oben unter unserer Healthbar ist so diese Batterieleiste. Wir haben 10 Batterien insgesamt. Eine Batterie hat immer so eine ganze volle Batterieleiste. Für jeden einzelnen Gegner brauchen wir halt so ein bisschen von der Leiste. Ist nicht besonders drastisch viel, aber ja, es ist etwas. Genau. So, wir sind im dritten Areal von Akt 1 und somit auch im letzten. Und das ist das Theater, das Drive-In-Theater, wo wir groß angekündigt bekommen, oh boy, dieser große dunkle Gentleman hat was für uns vorbereitet. Und Mann, er kann kaum erwarten, uns zu zeigen, was er für uns vorbereitet hat. Er will uns noch abschrecken hier, wirft ganz viele Autos auf uns, so, ich bin cool und so. Aber okay, ich meine, wir rennen halt weiter. Mal schauen, was er vorhat. Wir rennen durch einen Kaktus, wir haben keine Angst und wir fühlen keine Schmerzen durch diesen Kaktus. Wir rennen einfach weiter. Sam fragt gerade, wie das Spiel eigentlich so casual ist. Also ich selber hab das Spiel hier nicht gespielt, nur ein Vorgänger, der war ziemlich cool. Und ich habe halt aus Erfahrungsberichten gehört, das Spiel hier soll dem nichts nachstehen. Mhm. Aber ja, ich kann es halt nicht hundertprozentig beantworten. Ja, anstatt, dass es das erste Spiel ist großartig und hoch angesehen gewesen, wegen den großen Horrorelementen und dem Storytelling von dem Spiel. Alan Wake's American Nightmare geht mehr in die Richtung von einem Light Reliever. es nimmt sich nicht so ernst. Es ist eine Serie in einem Videospiel, die dargestellt wird als Spiel. Es nimmt sich nicht so ernst. Es ist mehr nur so ein Side-Spiel, das dazwischen veröffentlicht wird, zwischen Alan Wake 1 und 2. Sanfter Horror, wenn man so will. Gewissermaßen. Ja, ganz sanfter. Es ist wirklich nicht auf der Horrorschiene unterwegs, das Spiel. Es spielt mehr an auf eben die Schiene von wegen typische Dinge, die in Shows, in Fernsehserien passiert und ja, es nimmt sich persönlich auch nicht so ernst. Nichtsdestotrotz, die Manuskripte, die man sammelt, verteilt über dem Spiel, haben doch ziemlich coole Backstory, die potenziell auch das Manuskript zu Alan Wake 2 sind, aber wer weiß, ich habe keine Ahnung. Und Kiwi Juicer, das liegt im Moment tatsächlich daran, dass wir auf der Startseite sind. Haben wir selber nicht mitgerechnet, hat uns selber überrascht, aber wir freuen uns natürlich. Ja, ist eine nette Überraschung, aber ja. Währenddessen, wir haben hier ein schnelles Switch-Puzzle gemacht, wo wir Lever in der richtigen Reihenfolge aktivieren müssen und das aktiviert diese große Elektro-Facility zum Starten und normalerweise müsste man hier abwarten, die Cycles abwarten und durchrennen, wenn der Blitz nicht schlägt. Wir spielen auf Normal Mode und können einfach durchrennen, also wir warten nicht viel ab. Aber ja, ich schätze, ich sollte allgemein zur Geschichte erzählen. Der große Grund, wieso wir hier sind, ist, in Alan Wake, ganz am Ende, ist der Protagonist, Alan Wake, verschwunden und niemand weiß wohin. Er hat gefehlt für 2 oder 3 Jahre. Und dies ist der Ort, wo er gelandet ist. Es ist irgendeine Art von dunkleren Realität, die nicht ganz real ist, weil es ist komplett umgeben mit Dunkelheit und es ist wirklich seltsam, wo er sich gerade befindet. Und
Den großen Bösewicht, den er hier verfolgt, ist ein Doppelgänger von ihm selbst, nur auf der dunkleren Seite. Er heißt Mr. Scratch. Er sieht genauso aus wie Alan Wake, nur er ist dunkel und böse und will sein Leben übernehmen. Deswegen verfolgen wir ihn und wollen ihn killen. Läuft nicht ganz so gut für uns, aber scheint ein bisschen stärker zu sein. Aber ja, währenddessen... Wir sind zum Theater reingekommen, haben hier auf Serena getroffen, eine Dame, die irgendwie possessed war von der Dunkelheit, und wir haben sie befreit, indem wir das Licht angemacht haben. So leicht kann es gehen. Und sie gibt uns den Schlüssel zu dem Ort, wo wir tatsächlich hinwollen, und zwar dieser Projektorraum, der jetzt irgendwie verfressen wird von der Dunkelheit. Wir wollen in diesen Projektorraum spezifisch, weil das Signal von dem Observatorium hat uns gesagt, es gibt eine bestimmte Szene, die dort unbedingt stattfinden muss, und deswegen gehen wir dorthin. Nur, wir haben nicht das vollkommene Manuskript vom Observatorium bekommen. Das ganze Signal ist nicht angekommen, das heißt, mit dem halben Skript gehen wir jetzt hin und versuchen dennoch etwas zu machen und aus diesem seltsamen Paralleluniversum rauszukommen. Das ist so der Grund, wieso wir hier sind. Mhm. Ich sehe gerade, der zweite Teil von Alan Wake, weil das im Chat gerade gefragt wurde, kann es sein, dass das Control ist? Also das Spiel Control, das hatten wir jetzt beim SGDQ, glaube ich, auch dabei. Das wird ja zumindest mit aufgelistet auf der Alan Wake Page. Also auf der Wikipedia-Seite. Es ist ein Spiel von denselben Entwicklern, aber ich glaube, es hat keine Verbindung zu dem Alan Wake-Universum. Oder okay. Es ist im selben Universum, aber es hat nichts mit der Alan Wake-Reihe selbst zu tun. Okay, meines Wissens nach. Weil irgendein DLC stellt da wohl doch eine Verbindung her bei Control zu Alan Wake. Ja, das Wissen habe ich nicht. Aber weil ich zu Alan Wake 2 nämlich selber auch gerade nichts finde. Außer Control. Deswegen bin ich gerade selber ein bisschen verwirrt gewesen. Also Alan Wake 2 wurde, glaube ich, angekündigt, aber ist noch nicht eine Realität. Was allerdings Realität ist, ist... unsere Realität in Alan Wake's American Nightmare. Wir sind in den Projektorraum gegangen, haben die Szene hergestellt, so wie im Manuskript beschrieben, und wurden von der Dunkelheit zerfressen. Es hat nicht gereicht, und wir sind jetzt wieder im ersten Areal des Spiels. Wir sind genau dort, wo wir ursprünglich ganz am Anfang aufgewacht sind und realisieren jetzt, was die tatsächliche Wahrheit von diesem Universum ist. Wir sind in einem Time Loop. Wir sind hier gefangen, und das ist, was Mr. Scratch will. Er will uns auf ewig in diesem seltsamen Time Loop behalten, sodass er währenddessen unser Leben übernehmen kann. Und wir sind hier gefangen. Das heißt, mit dem Wissen, das wir jetzt haben, muss Alan Wake die Dinge machen, die er davor gemacht hat, nur ein bisschen schneller. Er ist jetzt ein echter Speedrunner. Er weiß genau, was auf ihn zukommt in diesem Time Loop, und muss dementsprechend diese Dinge schneller umsetzen, damit er schneller zum Observatorium kommt und mehr von dem Signal mitbekommt, von dem er nicht ganz alles bekommen hat. Mhm. Das heißt, schon bevor wir mit Emma reden, holen wir uns auf den Weg einige Items, die wir sammeln müssen. Emma selbst hat auch noch einige Erinnerungen, wenn auch nicht alle, aber sie hat auch ein Déjà-vu. Sie weiß, dass Dinge schon passiert sind. Und sie hat uns ausgeholfen, wir müssen diesmal nur die Batterie sammeln, die uns davor gefehlt hat. Davor mussten wir auch noch extra CDs sammeln, die überall verteilt waren. Mhm. Und die müssen wir diesmal nicht sammeln, die hat schon Emma für uns geholt. Das heißt, allein mit der Batterie können wir direkt zu dem Ort zurückrennen, wo wir die Szene herstellen, um einen Meteoriten gegen einen Satelliten knallen zu lassen, damit wir weiterkommen. Ja. Okay. Kann man aber machen. Asratel, American Nightmare ist quasi ein Spin-off von dem ersten Alan Wake. Ja, es ist so ein Zwischenteil. Es ist eine Fortsetzung, die nicht so viel Relevanz zu der Story hat, aber sie spielt dennoch nach dem ersten Alan Wake. Genau, und ich hatte jetzt im Chat auch gelesen, Alan Wake 2 an sich ist nie rausgekommen, aber ist halt immer wieder im Gespräch, dass sie immer noch daran sitzen. Mhm. Und dann haben wir das nämlich auch geklärt. Ja, sie haben angekündigt, also die Entwickler von dem Spiel haben angekündigt, dass das nicht das letzte Alan Wake-Spiel in der Reihe sein wird, aber ja, der letzte Teil war schon eine Zeit lang her. Wie gesagt, das erste kam raus 2010, Alan Wake's American Nightmare 2012, und seitdem gab es nicht so viel an Alan Wake-Stuff. Mhm.
Wie ewig es gedauert hat, einen Tank-Gegner mit einer kleinen Taschenlampe zu schwächen, weil man keine anderen Batterien hat. Okay, das ja, die größeren Gegner, die wir hier sehen, sind etwas seltsam unterwegs, weil man hat die Option, sie entweder länger anzuscheinen mit der Taschenlampe und dann teilen sie sich auf zu zwei kleinen Gegner. Mhm. Und das heißt einerseits, dass sie zwar sicherer zum Killen sind, weil die Kleinen nicht viel Schaden machen und auch nicht viel Leben haben, aber das nimmt auch mehr Zeit. Das heißt, wenn man diese großen Gegner schneller killen will, dann will man nicht so viel Licht verwenden auf diese großen Dudes und einfach mehr auf sie schießen und somit halt im Grunde genommen zwei Gegner in einem zu killen auf einmal. Mhm. Okay. Aber wieder, das sind Gegnertypen, die wir einfach ignorieren und vorbeirennen lassen, wenn wir die Option haben. Das ist so ein Theme, wenn man von A zu B rennen will hier. Man hat ja durch die Kämpfe in dem Sinne auch keine Vorteile, ne? Also es gibt ja keine Levels oder irgendwelchen Loot, den die fallen lassen können. Genau, ja. Die Gegner hier allerdings mussten wir killen, damit wir die Szene herstellen können, die wir im Manuskript beschrieben haben. Und ja, durch diese Dinge, durch unsere Aktionen, wieder. Genauso wie im Loop Nummer 1 haben wir Effekt auf die Realität, indem wir diese Mini-Dinge machen und alles am perfekten Ort sitzt. Mhm. Alan ist ein sehr guter Writer. Wurde im Mainstream auch gerade gesagt, Alan ist ein sehr guter Writer. Also wir hatten ja, sind ja vorhin schon mal darauf eingegangen, dass Alan Wake halt eigentlich Schriftsteller ist. Und ich weiß gar nicht mehr, war er so Horrorautor, Horrorschriftsteller und ist dann quasi ein bisschen in seinen eigenen Werken gefangen? Ja, ich glaube, es geht in die Richtung. Ich bin mir da selbst nicht sicher. Aber Alan schreibt sozusagen die Geschichte, in der er sich gerade befindet. Und schreibt absichtlich das Ende so um, dass es in seine Richtung geht, in die er will. Deswegen halt auch die seltsamen Dinge, die passieren, wenn das Szenario genau richtig ist, damit es in seine, damit es ihm hilft und nicht dem Gegner. Aber ja, es ist alles sehr, sehr, sehr vage erzählt. Also es gibt kein klares Ja und Nein bei sowas. Mhm. Gut, wir sehen hier auch gerade bei Loop Nummer 2, es ist derselbe Ort und es gibt wieder denselben Kampf zur selben Zeit, allerdings mit weitaus mehr Gegnern und teilweise auch stärkeren Gegnern. Mit jedem Loop werden die Gegner stärker und mehrfach. Nicht nur Alan bekommt mehr Wissen, sondern auch der große Schattendude realisiert, hey, ich will ihn abhalten, diese Dinge zu machen. Hier haben wir gerade ziemlich gut gesehen, wie wir die großen Gegner zu zwei kleinen gemacht haben, indem wir Licht auf sie angewandt haben. Wie gesagt, das nimmt zwar etwas mehr Zeit, aber es ist weitaus sicherer und wenn man genug Gegner um sich herum hat, sind die Großen doch etwas heftiger. Das heißt, man will sie erstens stunnen, weil es braucht eine Zeit, bis er zu zwei Gegnern wird und ja, es ist einfach sicherer. Mhm. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich sehe nämlich ja gerade die Werbung speedrunstore.com. Ich will mal kurz gucken, was es damit auf sich hat. Speedrunstore.com? Mhm. Achso, das ist einfach ein Merch-Shop. Also von der ESA, okay, gut. Ah, okay. Ich dachte, da gibt es dann, weiß ich, so 60-Hertz-Fernseher und Retro-Konsolen oder so. Ja, das wäre cool. Das wäre echt cool, genau. Aber wer, achso, wer ESA Merch haben möchte, einfach speedrunstore.com. Yeah. Währenddessen im Spiel sind wir jetzt beim zweiten Mal beim Observatorium gelandet. Diesmal wieder. Wir haben mehr Vorwissen als davor. Wir wissen, die Gegner greifen bestimmte Dinge an zu bestimmten Zeiten und Alan weiß auch, er braucht ein bestimmtes Objekt in einem Auto, damit das Observatorium auch funktioniert. Das heißt, bevor wir überhaupt mit Rachel reden, holen wir uns diese seltsame Kamera-Linsen-Geschichte und gehen erst dann rein und reden mit ihr. Mhm. Er ist wirklich das, was ein Speedrunner machen würde, und zwar anstatt Dinge einzeln rauszufinden in seinem ersten Playthrough, weiß er schon, was passieren wird und rennt direkt zu den Orten, wo er hinrennen muss, holt die Dinge und versucht einfach Zeit zu sparen, wo geht. Alan ist wirklich ein Speedrunner in dem Spiel. Okay, ja, da haben wir einen kleinen Treffer eingefangen, aber nichts weiter Wildes. Mhm. Es wäre weitaus langsamer gewesen, wären wir dem Angriff ausgewichen. Eben wegen dieser Slow-Motion, die ich davor erwähnt habe, die immer entsteht, wenn wir Angriffen ausweichen.
Genau. Ich denke mal, generell so gesundheitstechnisch sollte es in dem Run auch keine Probleme geben, ne? Ja, es gibt einige Dinge, die mächtig viel Schaden machen, wie zum Beispiel, wenn der Poltergeist uns ein Auto in die Fresse wirft, tut ein bisschen weh. Aber abgesehen davon, wenn man nicht unter einem riesigen Haufen an Gegnern ist, ist es relativ schwer zu sterben sogar, muss man ehrlich sagen. Mhm. Es liegt mehr die Schwierigkeit darin, Kämpfe so gut wie möglich zu optimieren und schnell zu gestalten, als die Gefahr, dass wir verrecken in dem Spiel. Mhm. Okay. Hier sammeln wir wieder ein bisschen an Flare-Munition auf für unsere Flare-Gun. Genauso wie, haben wir davor auch schon ein bisschen benutzt, Flashbangs. In anderen Spielen kennt man das vielleicht als ein kurzes, eine Granate, die kurz Gegner stunt, aber sie macht selbst nicht wirklich viel Schaden. Nur, wie gesagt, unsere Gegner mögen Licht nicht und eine Flashbang macht eine Menge Licht. Mhm. Es hat einen sehr großen Radius. Ich glaube, man wirft sie und nach 2 Sekunden entsteht der große Flash und das killt kleine Gegner sofort. Große Gegner werden davon gestunt und verlieren ihre Dunkelheitsschutzgeschichte. Mhm. Und mit 2 Flashbangs kann man buchstäblich alles killen in dem Radius, in dem die Flashbang sich befindet. Also sehr mächtig. Es gibt sehr wenige davon im Spiel verteilt. Das heißt, wir müssen uns gut aussuchen, wann wir die Flashbang benutzen. Hauptsächlich, wenn wir eine große Menge von Gegnern auf einen Haufen haben, die wir halt killen müssen in einem Encounter. So. Ein weiterer Vorteil, der die Flashbangs auch hat über die Flare-Gun, ist, nicht nur ist der Radius größer, sondern es kann auch keine große Slow-Motion passieren, wenn wir einen Gegner damit direkt treffen, wie mit einer Flare-Gun. Das heißt, es entsteht da keine Gefahr, dass wir unnötig Zeit verlieren, indem wir direkt auf den Gegner schießen. Mhm. Jumping in Alan Wake is a very weird thing. Gut. Rachel hat auch die Erinnerung, dass einzelne Dinge passiert sind und dass sie zurückgesetzt wurden. Und sie als Wissenschaftlerin ist sehr fasziniert von der ganzen Geschichte. Sie fühlt sich ein bisschen wahnsinnig, weil es ist Time-Space-Continuum selbst irgendwie getwistet in dieser Realität. Und sie findet das wirklich interessant, aber um Gottes Willen, was passiert hier? Hilfe. Übrigens, der Poltergeist ist nicht sehr glücklich darüber, dass wir ein bisschen effektiver unterwegs sind. Er chuckt schon Autos auf uns und macht uns einen direkteren Weg auf als Speedrunner. Also wir können wollte ich gerade sagen. Eigentlich ist er ganz nett, ne? Ja, es wirkt ganz nett, ja. Nur manchmal, wie jetzt gerade, wenn er Autos auf uns wirft, entstehen Slow Motions. Wir müssen auch jetzt gerade genau auf das Auto dort hinschauen, damit keine weitere Slow Motion passiert. Fressen dennoch ein Auto in den Hinterkopf, aber gut, das hat kaum Schaden gemacht. Also, ja. Nee, was mir gerade aufgefallen ist, wir sind ja an diesem Sicherungskasten gewesen, vor dieser Laufsequenz jetzt, und wurden noch von Gegnern bedrängt, während wir den Sicherungskasten da ja aktiviert hatten, sag ich mal. Und nach der kurzen Cutscene sind die Gegner auch alle verschwunden gewesen. Kann ja, genau. Kann man sich im Spiel halt auch zunutze machen. Genau, genau. Anstatt, dass man die Gegner um den Schalter rum alle killen muss. Man hat Iframes, also Invincibility, buchstäblich Unverwundbarkeit, während man den Schrank dort betätigt. Was der Schrank dort macht, das Licht anmachen, das ist für die Gegner eine ganz schlechte Geschichte. Das stimmt. Also dadurch killen wir die alle um uns rum in der Cutscene. Mhm. Wir können hier auch wieder an dieser Box unsere Munition aufstocken. Mit erstaunlich viel Reichweite. Wir können schon in den Elevator reinsteigen und von dort aus schon zum Kasten greifen, obwohl es sich so aussieht, als würde man dorthin kommen können oder sollen. Lillys Arme sind nicht zu kurz, wir können uns das Ding erholen. Können wir ihn jetzt Dalsum nennen? Ja. Alan Wake, a.k.a. Dalsum. Ausgezeichnet. Aber ja, wir haben all die Dinge gemacht, die wir im Observatorium machen mussten. Da wir sie schneller gemacht haben als im vorherigen Loop, haben wir mehr von dem Signal mitbekommen. Aber es ist immer noch nicht alles. Wir haben immer noch nicht das gesamte Signal abgefangen, aber wir haben mehr Details als davor. Und wir hoffen einfach mal, dass es in diesem Loop reicht, dass wir die gesamte Szene herstellen können und aus diesem Paralleluniversum entkommen können. Mhm. Ein Teufel, Lillys Arme waren in der Tat nicht so gut. Aber hier, selbe Geschichte wie im vorherigen Loop. Wir müssen die Elektrizität wiederherstellen, damit wir das Licht anmachen, damit Serena
ihren Kopf belichtet bekommt und die Dunkelheit aus ihrem Kopf rausgestoßen kriegt. Ich kenne nicht die Physik dahinter, aber glaubt mir einfach. Ich glaube, über die Physik sollte man sich auch nicht zu viele Gedanken machen an der Stelle. Ja, ja, das, das stimmt, ja. Also wenn man damit anfängt, dann öffnet man eine sehr, sehr hässliche Tür, weil man dann im Grunde alles erklären müsste. Unter anderem auch ein Poltergeist. Und das wird, glaube ich, nicht so einfach. Ein Poltergeist in Physik zu erklären, ist. Ja, das überlasse ich den SCP-Leuten. Genau. Wer auch immer ein Fan ist von SCP, Shoutouts an euch, die Dinge sind cool. Aber, ja, ich weiß nicht, wohin ich damit gehen will. Moving on! Aber wie im vorherigen Loop, wir rennen zu dieser großen Facility, wo wir den Strom anmachen müssen. Wieder mit den Schaltern, die wir umlegen müssen. Diesmal ist es ein anderes Pattern an Schaltern, die wir umlegen müssen, aber es ist immer noch in jedem Run dasselbe. In Loop 1 muss ich genau diese Schalter umlegen, in Loop 2 muss ich immer genau die Schalter umlegen. Also, ja. Ah, Teufel, SCP. Das ist nice. Wofür steht SCP? Das ist eine... Boah. Es ist eine Reihe an Artikeln zu Horror-Entitäten, die beschrieben werden auf einer Webseite. So als wären es geheime FBI-Alien-Daten. Oh. Halt erstellt von Usern und anderen Leuten. Halt erzählt als Horrorgeschichten, die real sind mit Experimenten und... Okay. Lösungen und so. Wirklich cool. Yeah, und es gibt dort sehr kreative Dinge. Okay. Ich glaube, dann habe ich davon reinlegen. Auch schon mal was gehört. Und Tollpool, ja, die andere Bedeutung, die andere Erklärung, Abkürzung, die hatte ich tatsächlich im Kopf, aber die wollte ich jetzt nicht laut erwähnen. Genau. Special Containment Procedures. Ah, okay. Genau, ja. Eine Reihe von Creepypasta. Das ist eine gute Weise, was zu beschreiben. Währenddessen, dieses Spiel ist keine Creepypasta. Wir können durch diese Blitze einfach durchrennen und sie können uns nicht viel Schaden machen. Das ist komplett okay. Just casually walking through like arcing electricity. As you do. Du, Mr. Scratch taucht hier wieder auf und lacht uns aus von wegen, haha, Time Loop und so, du kommst hier nicht raus, haha, Smile. Und wir haben nicht viel Wahl, außer halt weiterzurennen und unser Bestes zu geben, aus diesem Loop irgendwie rauszukommen. Wieder, wir haben ein bisschen mehr von dem Signal von außerhalb mitbekommen, können ein bisschen mehr vom Manuskript wiederherstellen, das wir brauchen. Mhm. Wir hoffen mal, dass es reicht. Selbe Geschichte wie davor, dieser große Projektorraum wird von der Dunkelheit zerfressen und wir müssen diese Poltergeist-Fountains zerstören mit Licht. Ja, fragt nicht viel nach. Was wir allerdings diesmal haben, was wir davor nicht hatten, ist die Flare Gun. Und zwar genug Munition, um all diese Fontänen sehr schnell zu killen. Davor mussten wir sie einzeln mit unserer Taschenlampe länger belichten, damit sie weggehen. Ein Flare-Gun-Schuss allerdings zerstört alle drei Säulen von einer Fontäne und das ist weiter schneller als länger auf alle drei Dinge einzeln zu leuchten. Das optimiert diese Sequenz ziemlich. Mhm. Worauf wir nur aufpassen müssen, ist, dass kein Gegner dazwischen spawnt. Weil, wie gesagt, wenn wir direkt auf einen Gegner schießen mit der Flare-Gun, von dem Moment, wo das Projektil unsere Flare Gun verlässt, bis zum Punkt, wo es den Gegner trifft, ist eine riesige Slow-Motion, die sehr lange dauern kann. Das nimmt sehr viel Zeit. Das heißt, wir müssen aufpassen, wo die Spawns passieren, damit genau das verhindert wird. Ansonsten, wir haben es wieder mal geschafft zum Projektorraum. Wir erstellen jetzt dieselbe Szene wieder vor, mit ein bisschen mehr an Details. Wir wissen diesmal, wir müssen eine bestimmte Lampe um 90 Grad nach links drehen und dann eine andere Geschichte irgendwie abändern, das Buch dorthin legen und so. Ach, den Kalender mussten wir auch ändern. Genau, ja. Ich glaube, das war schon letztes Mal der Fall, aber ach so. Wir haben hier auch ein Plakat, das wir umflippen müssen, aber wir sehen, es reicht immer noch nicht. Wir werden wieder von der Dunkelheit gefangen. Es fängt wieder aufs Neue an. Wir sind immer noch gefangen in dem Loop. Allerdings, wir sind jetzt in Akt 3.
Und das ist der finale Akt des Spiels. Oh, okay. Also, ja. Also dann ist das auch relativ gleichmäßig aufgeteilt, ne? Also zumindest im Speedrun. So ungefähr 20 Minuten pro Akt. Mhm. Es ist ungefähr so, wobei man sagen muss, der erste Akt ist der längste, weil man da all die Einzelheiten, all die kleinen Objectives machen muss. Mhm. Und von Loop nach Loop weiß Alan mehr und mehr, was er wohin machen muss, um es schneller zu machen. Auch die NPCs, die wir treffen, helfen immer mehr mit und machen Dinge schon im Vorhinein, bevor wir überhaupt zum Ort auftauchen. Das heißt, jeder Loop wird ein bisschen schneller und das hilft uns auch, storymäßig schneller zum Observatorium zu kommen und mehr von dem Signal mitzubekommen. Mhm. Sind wir übrigens von einer Kreissäge erwischt worden? Aber ja, wir trotzdem weiter. Es ist okay. Ich meine, es war nur der linke Zeh und der rechte und vielleicht der ganze Fuß, aber das wächst schon nach. Genau. War eine Fleischwunde. Genau, ja. Aber da war ein gutes Beispiel. Der große Kettensägen-Dude war in den vorherigen Loops nicht da. Diesmal war er da. Es würden weitaus mehr größere Gegner kommen jetzt. Mhm. Die wir allerdings alle größtenteils ignorieren werden. Und wir sind zu der Szene gekommen, wie bei den vorherigen Loops. Nur wir sehen, Emma hat schon alles für uns vorbereitet. All die Dinge, die wir davor sammeln mussten, waren schon für uns hergerichtet. Wir mussten einfach nur die Szene starten. Und boom, wir sind direkt weiter. Exactly. Also, danke Emma für die Hilfe. Du bist anscheinend auch eine Speedrunnerin. Wir werden dich im Kopf behalten, denn du bist in jedem Loop bisher verstorben. Mal schauen, ob du es diesmal tust. Die arme Emma auch. Sie weiß in jedem einzelnen Loop, dass irgendwas Schreckliches mit ihr passiert, aber sie weiß nicht was. Bis zu dem Punkt, wo sie verreckt. Und es ist... Das ist kinda tragisch, aber diesmal versuchen wir das zu verhindern. Wir haben ein bisschen an Zeitbuffer, vielleicht können wir den Zeitbuffer nutzen, um genau ihren Tod zu vermeiden, schon im Vorhinein. Mhm. Vielleicht ein paar mehr Lichtquellen anmachen oder so. Hier haben wir auch diesmal weitaus mehr Gegner am Spawnen, während wir in dieser Laufpassage sind. Wieder, wir wollen nichts mit denen zu tun haben, entweder kurz anleuchten und vorbeirennen, damit wir sie stunnen, oder ein kurzer Revolverschuss, um sie zu stunnen oder wegzustoßen. Das reicht, um einfach schnell von denen wegzukommen. Hier haben wir wieder denselben Gegner-Encounter wie die vorherigen Loops, wieder diesmal mit mehr Gegnern, und Tainted Tali weiß genau, wo diese Gegner schon spawnen, deswegen hat sie schon genau auf die Ecke dorthin geaimt, wo der Gegner rauskommen wird, um sie einfach möglichst schnell schon zu killen. Eine kleine Anmerkung zu dem VR-Command. Die PB von Tainted Tali ist nicht mehr ganz aktuell. Die liegt jetzt bei 56 Minuten und 9 Sekunden. Also vor 3 Tagen gerade aufgestellt. Also nachdem die Recherche von unserer Seite aus abgeschlossen wurde. Das passiert halt ab und zu mal. Ja. Man muss auch sagen, Tainted Tali ist wirklich schon lange bei dem Spiel dabei als Speedrunnerin. Mhm. Und macht doch eine Menge für neue Runner und so. Sie hat ein ganzes Tutorial geschrieben für, also eine Menge an Notizen für, was man im Kopf behalten muss in Speedrun, wie man sein Movement optimieren kann, wie man allgemein Zeit sparen kann in dem Spiel. Und sie hat auch ein Schritt-für-Schritt-Guide geschrieben zu, was man wo machen muss, in welchem Akt und in welcher Mission. Es ist zwar noch ein Work in Progress, aber... Ja, sie macht eine Menge für diesen Speedrun und versucht auch so viele Leute wie möglich dafür herzuholen. Mhm. Also, sie gibt sich da sehr viel Mühe. Das ist cool. Und vielleicht kommt jetzt die eine oder andere Person noch mit dazu, wenn das Spiel auf so einer großen Bühne auch mal präsentiert wird. Sie war schon bei einem GDQ-Hotspot dabei, wo sie das Spiel hergezeigt hat. Das ist auch ein sehr schönes Tutorial für mich gewesen. Okay. Zum Speedrun. Und das empfehle ich auch jedem zum Schauen, wenn er in den Run reinkommen will. Mhm. Gut, währenddessen, wir sind in Observatorium Nummer 3. Und wir wissen jetzt schon, okay, einer der Kühlungspipes werden angegriffen, das heißt, wir machen das jetzt schon im Vorhinein. Auch Rachel, die Wissenschaftlerin, hat schon vorgesorgt, sie hat uns erwartet, hat schon einige Dinge. Sie hat schon die Kamera selbst besorgt und wir müssen jetzt nur noch den Cooling Valve betätigen, den Strom anschalten und
Ja, dann sind wir good to go. Wir können das Signal dann wieder empfangen und diesmal hoffentlich etwas mehr als das letzte Mal. Da hat sie aber eben ein kleines bisschen Zeit verloren. Also es ist wohl möglich, den Schrank aufzumachen und dann den Schalter da direkt umzulegen. Sie ist jetzt aber, bevor sie den Schalter umlegen konnte, noch von den Gegnern erwischt worden, musste sich da erstmal wieder quasi hinkämpfen. Ja, es Gegner-Spawns und allgemein Gegner-Interaktionen sind teilweise sehr seltsam, weil es einen Haufen Gegner auf einmal gibt bei vielen Stellen, die halt einen Bodyblocken können und dann sind halt Passagen wie die teilweise ein bisschen langsamer, teilweise ein bisschen schneller, aber ja. Der gesamte Run basiert mehr auf kleinen Time-Saves und kleinen Time-Losses, anstatt halt große, okay, du hast den Trick verpasst und hast jetzt eine Minute verloren, keine Dinge. Mhm. Also, ja. Hier machen wir wieder unsere beste Skyrim-Impression und rennen den Berg hoch. Fehlt nur noch das Pferd. Genau, ja. Damit geht's schneller. Und rennen wieder direkt zum Observatorium rein. Für einen letzten, finalen, großen Kampf im Observatorium. Wir benutzen ja auch wieder Licht, um diesen Poltergeist, dieses Poltergeist-Auto zu vernichten. Und da war ein kurzes, aber gutes Beispiel, was passiert, wenn man dodge, wenn Gegner in der Nähe sind. Die Kamera zoomt von uns weg und will uns zeigen so, hey, hinter dir ist ein Gegner, pass auf, für solide 3 Sekunden oder so. Mhm. Und wir rennen währenddessen halt vorbei und ignorieren ihn komplett. Es ist nicht notwendig, wie das Spiel. Ich will die Cutscene nicht, bitte. Und ja, wie ich davor schon angekündigt habe, das ist jetzt wieder der große Observatoriumkampf, diesmal größer als die Male davor, auch mit epischer Musik, die wir nicht hören können, weil sie copyrighted ist, glaube ich. Aber ja, ein großer Encounter, der hauptsächlich timed ist, den können wir schwer optimieren. Also heißt das einfach nur überleben, unsere Flashbangs benutzen, wenn große Mengen Gegner auf einmal auf uns sind und ansonsten, ja, Licht plus Revolver ziemlich gut. Mhm. Dann kann Skyrim-Tricks sein, es sind keine Pferde oder Eimer. Valide, ich gebe mich geschlagen. Weil es geht auch ohne Pferd oder Eimer. Ja, es ist nur umständlicher und schwerer. Skyrim hat eine Menge Glitches. Oh, yeah. Ja. Aber right now it's all gods of Asgard. Yeah, this is also a timed event, so, Nico, ja, da sagt sie auch selber gerade, das ist halt ein timed event. Hattest du ja auch schon erwähnt eben. Also genau, wir müssen ja im Grunde eine bestimmte Zeit hier durchhalten. Ist so der Autoscroller-Teil des Spiels. Obligatorisch für jedes Spiel, das jemals gespeedrun wird. Oh ja. Zum Glück nicht. Ja, zum Glück. Oh boy. Oh ja. Gut, wir haben auf dem Weg ein bisschen an Flag-Animation benutzt. Die gar nicht mal mehr, wobei doch, es gibt eine Stelle, wo wir sie noch benutzen werden. Aber ja, wir kommen langsam aber sicher zum Ende des Runners. Die letzten Flashbangs und die letzte Flagger-Munition wurde aufgesammelt in diesem Moment. Und ja, hauptsächlich werden wir die Flashbangs nur benutzen, um Gegner, die uns stören, von A nach B zu rennen, zu stunnen. Und die Flagger wird hauptsächlich benutzt, um Poltergeist ein bisschen schneller zu killen. Mhm. Der Poltergeist ist auch so der finale Gegner im Spiel, vermute ich jetzt mal. Nicht wirklich, es ist einfach nur halt irgendein imaginäres Etwas, das halt immer Objekte auf uns wirft, richtig? Also, es ist mehr einfach nur, wir lassen die Objekte, die der Poltergeist auf uns wirft, schneller verschwinden. So ah, so. Okay. Gut, wir sind also letztes Mal bei der Faxmaschine. Ich habe noch gar nicht erwähnt, wir drucken jedes Mal das Manuskript von einer Faxmaschine. Okay. Die Dinge gibt es noch. Und ja, diesmal haben wir das vollkommene Manuskript erhalten. Wir können die volle Szene wiederherstellen im Theater, im Projektorraum. Das heißt, alles, was es braucht, ist wieder dorthin kommen, die Szene herstellen und hoffen, dass das reicht für, ja, okay, es wird reichen. Oh, jetzt weiß ich auch endlich, warum das American Nightmare heißt, weil die da noch mit Faxgeräten arbeiten müssen. Absoluter Albtraum. Ja, sehr valide. Wir haben gerade die Tür dort benutzt, um einen kleinen Boost zu machen, bevor wir die Cutscene gestartet haben. Und zwar, die Tür hat uns während dem Sprung noch ein bisschen in die Richtung gebounced, zu der wir hin wollten. Und das hat uns ein bisschen am Weg gespart und auch einen kleinen Trigger, glaube ich, geskippt. Oh, cool. Der uns ein bisschen an Zeit gekostet hätte.
Allgemein, etwas, was ich noch gar nicht erwähnt habe, ist, verteilt über den gesamten Spiel gibt es eine Menge kleine Cutscenes, die man nicht skippen kann, wie ihr bereits gemerkt habt. Nur, um bei jeder einzelnen Cutscene ein bisschen an Zeit zu sparen, springt man immer über die Trigger, wo die Cutscene startet. Und das erlaubt uns, ein bisschen mehr Weg noch zu gehen, noch während die Cutscene läuft oder am Starten ist. Mhm. Und das ist wieder eine der Kleinigkeiten, die zusammen addiert eine Menge Zeit sparen, verteilt über den ganzen Run, die wir aber jetzt gar nicht so sehr mitbekommen haben. Was wir allerdings mitbekommen, sind die Schläge von den Taken, die überall um uns gerade waren. Das war ja ein bisschen nervig. Hat ein bisschen Zeit gekostet, da konnte man nicht viel machen. Mhm. Aber wir versuchen einfach nur ein bisschen die Gegner zu stunnen mit der Taschenlampe, Revolverschüsse benutzen, um Gegner zu stunnen. Wir wollen hier einfach nur durchrennen, Mann. Wir wollen hier niemandem was machen. Wir wollen einfach nur durch. We're not home free quite yet, though. No, we're not home free quite yet. But I mentioned a happy song. We're about to hear the happy song. Mr. Scratch is pulling out Alan Fake, sorry. Yeah, Mr. Scratch is here wieder ein bisschen am rumnerven hier. Mal wegen, hey Alan, ich meine, warum probierst du es überhaupt noch? Ich meine, du weißt, du bist ja auf ewig stuck, also kannst du dich auch einfach zurücklehnen und, ich meine, you know, ich übernehme deine Frau und dein Leben, ist okay, ist okay. Ich habe gerade Tali im Mainstream Alan Fake hören. sagen Alan hören. Fake, darum. Das ist ja. Ja, das wäre eigentlich so der perfekte Name für die böse Variante von uns, ne? Ja. Ich meine, Mr. Scratch ist auch eine Anspielung darauf, dass er immer die Zeit scratcht und den Loop wieder startet immer und immer wieder. Aber ja, Alan Fake ist auch ziemlich gut. Aber wieder eine kurze Slow-Mo, weil wir gedodged haben, leider. Wieder, das ist nichts, was beabsichtigt ist. Der Rennknopf und der Dodge-Knopf ist ein und derselbe. Das heißt, wenn wir anfangen zu rennen, dodgt er automatisch manchmal Angriffe und das ist wieder eine Slow-Motion, die wir nicht haben wollen. Aber das passiert einfach. Da kann man nicht viel machen. Gut. Das ist das letzte Mal, wo wir diese dunklen Fontänen sehen. Wir benutzen unsere letzte Flare-Gun-Munition, um all diese Poltergeist-Objekte so schnell wie möglich zu vernichten. Um auch schnellstmöglich hier in den Projektorraum reinzukommen. Mhm. So, aber dann nähern wir uns jetzt definitiv schon dem Finale des Spiels. Ja. Man sieht es ja auch an der Estimate. Ja, man sieht es an der Estimate. Aber noch sind wir nicht am der WR-Zeit vorbei, weil ich denke mal, WR oder auch nur PB wird es, glaube ich, nicht mehr. Mal schauen. Aber es sieht knapp aus. Okay. Ein letztes Mal müssen wir alles im Projektorraum herstellen. Jede einzelne Kleinigkeit. Diesmal mehr Details als davor, die wir beschrieben bekommen haben. Wir ändern wieder Zeit, Datum, die Himmelsrichtung, in dem eine bestimmte Lampe auf dem Tisch zeigt. Und diesmal wissen wir auch, okay, wir müssen den Film einlegen und den Projektor selbst starten. Dieses eine Detail hat uns davor gefehlt. Das VR ist jetzt vorbei. Genau, und diesmal sehen wir auch, die Dunkelheit fängt wieder an, aber Heim ist aus, wenn der Screen dann schwarz ist. Und das ist wirklich knapp. Jetzt. Neue Pipi? Um drei Sekunden. Neue Pipi. Cool. GG. Also wie gesagt, das VR-Comment, was wir drin haben, das ist nicht mehr ganz aktuell. Also zumindest die PB von Tali. Da hat sie vor 3 Tagen gerade eine neue PB aufgestellt mit 56,9. Oh, die hat sie jetzt nochmal unterboten. Ja, und das ja, war wirklich da haarscharf. Haarscharf am Weltrekord vorbei. Ja, also sehr, sehr beeindruckender Run, gerade für so ein Event. Das, sie sagt gerade 10 Sekunden vom Weltrekord entfernt. Yeah. Also laut Leaderboard sind es 14 Sekunden. Ja, so ich meine, das ist jetzt auch kein großer Unterschied, aber. So ungefähr, meine Güte. Wenig hier wieder Millisekunden. Ja, nee, weil sie selber gerade überlegt hat, so 12 Sekunden. Ach nee, 10 Sekunden. Also sie hat wirklich auch auf Sekunden also, genau versucht. Plus war das, wo man addiert. Das heißt, wenn man das zusammenzählt. Verarschst du mich gerade? Nein, aber wir haben das gute Ende erwischt. Wir haben unser Leben zurück. Der böse Mr. Scratch ist besiegt und Alan ist zurück. In der Realität und hat seine Frau wieder und Happy Days und oh, echte Schauspieler?
Jawohl, echte Schauspieler. Oh. Aber zumindest Alan Wake ist gut getroffen, muss ich sagen. Bei ihr kann ich es jetzt nicht so ganz, ganz beurteilen. Ja, aber ja, Alan an sich ist wirklich gut getroffen. Es waren die Slow-Motion-Dodges, die den VR gekostet haben. Ja, stimmt. einzelne Bodyblocks von einzelnen Gegnern, die halt blöd platziert waren und so. Spiel ist wirklich sehr auf minimale Optimierungen, die sich zusammen addieren. Und jede Kleinigkeit kann da den Attempt vom Weltrekord nehmen. Aber dennoch, wirklich, wirklich sicker ran. Also es war sehr schön. Ich würde sagen, die Blitze und halt an dem einen Sicherungskasten da. Genau, ja. Wäre das beides nicht gewesen, dann hätte es ein neuer VR sein können. Also Respekt auf alle Fälle. Schöner Run.